War Napoleon Bonaparte ein guter Schachspieler? Dieser existenziell wichtigen Frage gehe ich im folgenden Video nach. Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Napoleon Bonaparte, eine historisch weltberühmte Figur, Feldherr, französischer Kaiser, Diktator, sagen manche, war sogar ein leidenschaftlicher Schachspieler, angeblich. Er verkehrte in seinen jungen Jahren häufig in Paris im Café de la Régence. Das ist ein sehr berühmtes Café. Das war nämlich der Mittelpunkt der europäischen Schachszene zwischen 1750 und 1850 ungefähr. Von Bonaparte, Napoleon, sind ein paar Partien überliefert, angeblich, denn Historiker zweifeln an ihrer Authentizität. Nichtsdestotrotz wollen wir sie uns mal anschauen. Wir können auch lernen, einfach indem wir uns die Züge anschauen und sehen, wie haben die Leute damals Schach gedacht, Schach fantasiert und letztendlich auch Schach gespielt. Die erste Partie ist zwischen Napoleon und Madame de Remusat aus dem Jahr 1804. Madame de Remusat war eine Hofdame am napoleonischen Hof Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Partie beginnt mit erstens, haltet euch fest, Springer C3. Napoleon liebte seine Kavallerie und brachte sofort seine Rössel in Stellung. So ist es zumindest überliefert. E5 und jetzt Springer F3. Wir sehen es. Die Doppelspringereröffnung, ich habe keine Ahnung, hat gar keinen Namen, das, was er hier macht, aber so schlecht ist es gar nicht, weil er bringt natürlich zwei Figuren ins Spiel und er greift den Bauern E5 an. Schwarz sollte hier am besten mit Springer C6 reagieren, aus meiner Sicht. Einfach eine Figur ins Spiel bringen und den Bauern decken. Stattdessen Madame de Remusat spielte D6. Wahrscheinlich, angeblich hat sie auch während der Partie vor Furcht gezittert und gar nicht gewagt, den großen Kaiser anzuschauen. Es ging weiter mit E4. Also sie spielte sehr zurückhaltend. E4, jetzt kam hier F5. Ein überraschender Zug greift den Bauern auf E4 an, entwickelt aber keine Figur. Nach heutigen Standards nicht so toll. Jetzt ging es weiter hier mit viertens H3. Auch ein Zug, von dem man erstmal hinschaut und denkt, was soll das? Macht eigentlich nicht so viel Sinn. Besser wäre D4 und das schwarze Zentrum fliegt auseinander. Hier steht Weiß schon extrem gut, weil Weiß hier viel besser entwickelt ist. Stattdessen H3. Wieso nicht? F mal E4, Springer schlägt E4. So. Springer C6, Schwarz bringt eine Figur ins Spiel. Es geht hier weiter mit Springer FG5. Was ist das? Weiß zieht schon wieder den Springer. Vernachlässigt seine Entwicklung. Viel besser wäre es gewesen, eine Figur ins Spiel zu bringen. Gut, wir gehen jetzt nicht zu sehr in die Analyse rein. Es ging weiter hier mit D5. Super Zug von Madame de Remusat. Sie greift den Springer auf E4 an. Genau genommen steht hier Schwarz sogar auf Gewinn. Dame H5 Schach greift den König an. Das war die Idee von Springer FG5. Napoleon greift direkt an, möchte Matt setzen. G6 blockt das Schach ab. Die Dame geht zurück, Dame F3. Es droht Dame F7 Schachmatt. Das wäre jetzt aber zu billig, wenn man dieses Matt zulassen würde. Madame de Remusat sah das. Und spielte Springer H6. Aber das ist ein entscheidender Fehler. Was hätte sie stattdessen spielen sollen? Viel, viel besser wäre gewesen, zum Beispiel Läufer F5. Das blockt die Dame auf der Linie ab, greift hier den Springer an, mehrmals. Und das Problem ist, dass dieser Springer auch noch angegriffen ist. Objektiv betrachtet steht Weiß hier auf Verlust. Der Springer müsste wegziehen und dann würde die schwarze Dame den Springer hier schlagen. Eine ganze Figur mehr. Diese einmalige Chance ließ sich Schwarz entgehen. Stattdessen kam Springer H6, wie gesagt. Und jetzt kommt eine schöne Opferkombination, nicht Opferkombination, eine schöne Kombination. Springer F6 Schach. Der schwarze König wird jetzt wunderbar ins Freie getrieben. König E7, einziger Zug. Springer schlägt D5 Schach. Der König läuft jetzt nach vorne, ganz mutig. Damals ging der König wohl immer in die Schlacht. Ich weiß es nicht. Springer E4 Schach. König schlägt D5, Läufer C4 Schach
Und jetzt ist es auch bald matt, ne? Weil der schwarze König hat kaum noch Felder, muss jetzt diesen Läufer schlagen und jetzt wird zweizügig matt. Ihr könnt ja mal überlegen, ob ihr das hier seht, zweizügig matt. Ob ihr das hier seht, Video pausieren, aber Napoleon sah das natürlich. Dame B3 Schach, König D4 und jetzt Dame D3 Schachmatt. Was für eine Partie, was für ein Ende überhaupt, ne? Der schwarze König mitten auf D4, Schachmatt gesetzt, von der weißen Dame, hier der Springer. Ich kann verstehen, wenn Historiker an ihrer Authentizität zweifeln, ne? Von dieser Partie, denn es sieht schon ein bisschen arg konstruiert aus. Aber sehr, sehr schön, muss ich sagen. Sehr, sehr schön konstruiert, sehr ästhetisch. Komm, lasst uns einfach mal das nächste Beispiel anschauen. Und zwar, das ist aus dem Jahr 1809. Und hier spielt Napoleon mit Weiß gegen den sogenannten Schachtürken. Was war denn der Schachtürke? Der Schachtürke war ein Automat. Nannte sich Schachtürke, weil die Figur, die vor dem Automat platziert war, wie ein Türke verkleidet war. Aber unter dem Automat, beziehungsweise unter dem Schachbrett, war ein sehr, sehr starker Spieler versteckt. Nämlich der Deutsche Johann Allgeier, einer der stärksten Spieler der damaligen Zeit. Und dieser Automat galt als unbesiegbar. Ja, war wahrscheinlich so eine richtige Attraktion an den Höfen, in den großen europäischen Städten, beim Adel. Und diese Partie fand in Wien statt, am Wiener Hofe. Napoleon mit Weiß beginnt die Partie mit E4. Es geht weiter mit E5. Und jetzt kommt natürlich ein fantastischer Zug von ihm, Dame F3. Das ist natürlich ein fragwürdiger Zug. Er versucht hier das Schäfermatt anzubringen. Aber er macht es nicht auf die richtige Tour. Wenn man schon das Schäfermatt spielen möchte, dann doch lieber mit Dame H5. Big Greek war damals nicht bekannt, sonst hätten die alle das Video gesehen, wie hier mit Dame H5 agiert werden muss. Aber ich habe natürlich auch in meinem Video gezeigt, wie man das Schäfermatt nicht nur ansetzt, sondern auch abwehrt. Dame F3 dagegen ist nicht ganz so gut. Ganz einfach, weil die Dame nichts angreift auf F3. Auf Dame H5 greift sie wenigstens, auf H5 greift sie wenigstens den Bauern E5 an. Gut, Dame F3, wieso nicht? Die Napoleon-Eröffnung. Springer C6, es ging weiter mit Läufer C4. Weiß droht jetzt hier das Schäfermatt auf F7. Gut, es wäre zu billig, so einfach matt gesetzt zu werden. Springer F6, der Automat pariert. Es ging weiter mit Springer E2, Läufer C5. Jetzt ein ganz wichtiger Zug, A3. Natürlich, ich bin ein bisschen ironisch, ich weiß, A3 bringt überhaupt nichts hier, kostet einfach nur sehr, sehr wichtige Zeit, aber auf Anfängerniveau denke ich auch ein bisschen lehrreich, weil man sieht, sowas kann auch bestraft werden. Besser ist es, Figuren zu entwickeln. Goldene Eröffnungsregeln, kurze Rochade. Oder von mir aus auch Springer BC3 hier. Einfach eine Figur ins Spiel bringen oder König in Sicherheit bringen, aber nicht einen sinnlosen Bauernzug spielen. Es ging weiter mit D6. Kurze Rochade. Und jetzt kommt Läufer G4. So, hier hat Schwarz schon alle Leichtfiguren im Spiel, greift die Dame an und das ist so ein bisschen unangenehm. Die Dame kann nicht so richtig weg, die muss den, naja, sie könnte nach G3, aber Napoleon entschied sich nach D3 zu gehen. Ich weiß nicht wieso. Sie blockt damit den D-Bauern ab. Es ging weiter mit Springer H5. Sehr, sehr aggressiv. H3 greift den Läufer an, Läufer schlägt E2, Dame schlägt E2 und jetzt Springer F4. Und hier kommt schon der entscheidende Moment. Wohin mit der Dame? Ihr könnt auch gerne das Video pausieren und die Frage für euch selbst beantworten. Wohin soll die Dame hingehen? Ich zeig's. Sie sollte nicht nach E1, wo Napoleon sie hingestellt hat. Sie sollte nach G4. Warum? Ich zeig's euch. Dame E1 ist schlecht. Es folgt nämlich, naja, es hat Schwarz nicht gespielt. Springer D4 kam in der Partie. Besser ist aber, noch viel besser ist, Dame G5. Es droht hier matt auf G2 und hier kann Weiß das Matt noch nicht mal abwehren. Er kann nur den G-Bauern opfern. Schauen wir mal. G3 folgt Dame schlägt G3. Der Bauer auf F2 ist gefesselt. Bitter. König H1, Dame G2, Schachmatt. Und nach Dame G5 steht Weiß hier vollkommen verloren. Es gibt hier überhaupt keine Verteidigung mehr. Das Beste ist hier noch G4, können wir uns noch kurz anschauen, aber dann folgt Springer schlägt H3 Schach, König H1, der Springer geht zurück und es wird halt kurze Zeit später matt. So,
Der Automat, der Schachtürke, spielte hier Springer D4. Auch ein guter Zug. Weiß steht hier wirklich ganz, ganz schlecht. Es ging weiter mit Läufer B3. Hier gewinnt immer noch für Schwarz sehr, sehr simpel Dame G5. Stattdessen kam Springer schlägt H3. Schach. König H2. So, wenn hier Weiß den Springer genommen hätte, dann hätte Schwarz mit Springer F3 Schach die Dame gewonnen. Springer schlägt H3, wie gesagt. König H2. Und jetzt kam ein starker Zug, Dame H4. Das ist auch alles taktisch nicht so wahnsinnig schwierig zu sehen, weil immer diese Gabel hier droht. Na, das heißt, der Springer kann nicht geschlagen werden. Dame H4 droht ein Abzugsschach. Es ging weiter mit G3. Springer F3 Schach. Wir sehen diese Gabel. König G2. Und jetzt, gut, König G2 ist eigentlich gleichbedeutend mit der Aufgabe, weil König H1 hätte Schwarz mit Dame H5 die Partie für sich entschieden. Der Springer zieht einfach ab im nächsten Zug und es wird bald matt. Stattdessen ging es weiter mit König G2. Springer schlägt E1. Die Dame ist futsch, Turm schlägt E1 und jetzt geht Dame G4 einfach. So, damals wurde immer bis zum Matt gespielt und deswegen schauen wir uns das Matt auch noch an. Natürlich könnte hier Weiß aufgeben, D3, Läufer schlägt F2, Turm A1, Dame schlägt G3 Schach, König F1, Schwarz hat eine riesige Übermacht, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es matt wird. König E2, Dame G2 Schach, König D1, Dame schlägt H1 Schach, König D2. Dame G2 Schach, König E1, Springer G1, es droht matt, leicht ersichtlich hier auf E2. Das kann Weiß noch einen Zug hinauszögern. Läufer schlägt C3, BC3, Dame E2, Schachmatt. Ja, der Schachtürke hat gewonnen gegen Napoleon. Er hatte gar keine Chance hier mit Weiß, ne? Eine Partie haben wir noch. Aus dem Jahr 1818. Da befand sich Napoleon inzwischen auf der Insel St. Helena im Südatlantik, nachdem die Schlacht bei Waterloo verloren war, wurde er von den Engländern auf diese Insel verbannt und dort verbrachte er seine letzten Jahre bis zu seinem Tod im Jahr 1821. Diese Partie fand angeblich statt gegen General Bertrand. General Bertrand war einer seiner treuesten, gehörte zu seinen treuesten, zu seiner treuen Gefolgschaft und hat dort die letzten Jahre mit ihm verbracht auf der Insel, auf dieser Mini-Insel. Müsst ihr euch mal anschauen auf der Weltkarte, weit ab von der Zivilisation im Prinzip. Und ja, in dieser Partie hat Napoleon Weiß, beginnt wieder mit Springer F3. Was heißt wieder? Beginnt schon wieder mit einem Springerzug. Springer C6, beide springen ihre Springer raus. E4, E5. So, jetzt haben wir eine ganz normale Stellung. Und nach D4 haben wir sogar die schottische Partie. So, dazu habe ich ein Video gemacht auf meinem Kanal. Der beste Zug hier ist E mal D4. Stattdessen ging es weiter hier mit Springer schlägt D4. Kein besonders guter Zug. Springer schlägt D4, E mal D4. Und hier entwickelte Napoleon den Läufer nach C4. Kann man machen, ist ein guter Zug. Gegen Dame schlägt D4 spricht auch nichts. Ich glaube, das ist der Zug, den ich empfehle in meinem Video. Aber Läufer C4 ist auch völlig okay, bringt eine Figur ins Spiel. So, Schwarz spielte jetzt hier Läufer C5 und das ist schon ein Fehler. Er hätte stattdessen besser Springer F6 gespielt. Hier gibt es einen kleinen taktischen Schlag. Ihr könnt gerne Video pausieren, gucken, ob ihr das seht, findet. Ich zeig's. Man kann hier mit Läufer schlägt F7. Na, direkt den Läufer auf F7 opfern und nach König schlägt F7, Dame H5 Schach, Doppelschach, G6, Dame schlägt C5, den Bauern zurückgewinnen, die geopferte Figur zurückgewinnen, der Bauer auf D4 wird auch fallen und Weiß wird sogar einen Bauern mehr haben und der schwarze König ist auf dem freien Feld. Also Weiß steht hier klar besser. Es ging weiter mit stattdessen in der Partie mit C3. Statt Läufer schlägt F7. Hier ging es weiter mit Dame E7. Sieht ein bisschen seltsam aus, ehrlich gesagt. Besser ist Dame F6 hier, die Dame entwickeln und nach kurzer Rochade D6 spielen. Das ist alles noch in Ordnung, objektiv betrachtet. Gut. Was heißt hier objektiv? Die spielen ihren eigenen
ihr eigenes Zeug runter, Dame E7. Kurze Rochade. Natürlich. Dame schlicht E4 wäre jetzt ein großer Fauxpas während Turm E1, wegen Turm E1. Und das würde die Dame gewinnen, ne? Die Dame gewinnen. Stattdessen kam in der Partie Dame E5. So, man fragt sich, was macht die Dame da? Ich weiß es nicht. Wieder die Dame ziehen. Man soll die Dame nicht so häufig ziehen in der Eröffnung. Gut. General Bertrand liebte seine Dame offensichtlich. Hier ging es weiter mit F4. Greift die Dame an. Jetzt kommt ein... Ob Napoleon das alles berechnet hatte bis zum Schluss? Wer weiß es. Auf jeden Fall ging es weiter hier mit D schlägt C3. Abzugsschach. Schlägt hier den Bauer. Der König ist angegriffen. Der geht jetzt in die Ecke. Und jetzt C mal B2. Wow. Was für eine Kombination, die der General da gesehen hatte. Greift hier den Turm an. Das ist aber ein Fehler. Wir schauen uns an, warum. Ein Fehler ist es hier und Napoleon sah das nicht. Wegen F mal E5 einfach die Dame schlagen. B schlägt A1 Dame. So, hier hat Weiß jetzt, was hat er weniger? Ein Turm. Aber er hat jetzt hier entscheidenden Angriff wegen Dame D5. Schwarz ist mächtig unterentwickelt und kann den Punkt F7 nicht mehr decken. Der Läufer ist auch angegriffen hier. Sowas wie Springer H6 geht nicht, weil dann schlage ich einfach mit Weiß hier mit dem Läufer da rein und danach schlage ich hier rein oder da rein und Weiß steht hier komplett auf Gewinn. Weil er einfach einen riesigen Angriff hat. Es gibt hier nichts. Also ihr könnt das versuchen nachzuspielen am Brett. Es gibt hier einfach nichts. Es ist bald einfach vorbei. Verloren. Ne? Die Dame könnte sich auch erst, Weiß droht einfach, sich mit der Dame durchzufressen nach F7 und dann G7, dann hängt der Turm auf A8. Der Läufer kann nach G5, um Schach zu geben, wenn der König nach D8 geht. Es ist einfach verloren. Stattdessen spielte Napoleon hier für die Galerie. Läufer schlägt F7. Opfert den Läufer, greift den König an. So, der geht nach D8. So, die Pointe war, wenn er nimmt, dann kommt F mal E5 mit Schach. Ne? Und dann hat Weiß einfach eine Dame mehr. Deswegen musste der König nach D8 im 10. Zug. Jetzt nahm Weiß die Dame auf E5. Das gab Schwarz jetzt aber die Möglichkeit, seine Kombination zu Ende zu führen. B mal A1, Dame. Der Bauer wandelt sich um und Schwarz holt sich eine Dame. Das ist in der Regel natürlich das, was die Spieler tun, wenn sie einen Bauern umwandeln. Sie holen sich eine Dame, weil das die mit Abstand stärkste Figur ist. So, Schwarz hat hier einen Turm mehr und einen Bauern. Das ist ganz schön viel Holz. 6 Eiskugeln mehr, 6 Punkte. Aber Weiß hat deutlich mehr Figuren im Spiel. Läufer schlägt G8. Schlägt diesen Springer da hinten. Interessant. Warum tat er das? Wenn Schwarz den Läufer genommen hätte, dann hätte Weiß mit Dame D5 wieder diesen Doppelangriff hier angesetzt. Der Turm ist angegriffen, der Läufer. Turm E8, Dame schlägt C5. Und hier ist die Drohung Läufer G5 einfach extrem stark. Und Weiß steht auf Gewinn nach H6, Springer C3. Das Problem ist hier, die schwarze Dame ist auf A1 eingesperrt und Weiß wird diese Dame einfach gewinnen. Mit Läufer G5, Abzugsschach zum Beispiel. Gehen wir zurück zur Partie. Nach Läufer schlägt G8 ging es weiter mit Läufer E7. Deckt dieses Feld G5, damit dort kein Schach kommt vom Läufer. Dame B3. Und hier folgt ein, ja, ein kurioser Zug, nennen wir es mal so. Es ging weiter mit A5. Der Zug ist nicht besonders sinnvoll. Ist wahrscheinlich sogar der schlechteste Zug, den man hier ausführen kann. Besser wäre gewesen, Dame schlicht E5, die Dame zurückzuführen. Nach Läufer F4 hätten wir eine Stellung, in der Weiß für sein geopfertes Material sehr viel Spiel hat, weil er hat mehr Figuren im Spiel, also sehr viel Kompensation hat. Er hat mehr Figuren im Spiel und der schwarze König steht schlecht auf D8 und also ist völlig unklar, wie es hier weitergeht. Stattdessen spielte Schwarz A5. So, und jetzt seid ihr wieder gefragt, findet jetzt die schöne, abschließende, forcierte Kombination, mit der Weiß, lass mich zählen, 1, 2, 3, 4, in 5 Zügen matt setzt. Und es ist forciert. Ich muss nochmal selbst schauen. Zack, zack, zack. Es ist forciert. 5 Züge matt. Ich zeig's. Es ging weiter mit Turm F8 Schach.
Läufer schlicht F8, einziger Zug, Läufer G5 Schach. Wenn jetzt der König nach E8 geht, dann kommt Dame F7 Schachmatt. Stattdessen kam Läufer E7, Läufer schlicht E7, König schlicht E7, Dame F7 Schach, König D8 und jetzt Dame F8 Schachmatt. Ist das nicht ein Matt, das eines ehemaligen Kaisers würdig ist? Einer so bedeutenden Person der Geschichte? Wunderschön, oder? So kann man Legenden stricken. Vielleicht fand die Partie wirklich statt, ich weiß es nicht. Hab jetzt auch nicht alle Quellen erforscht, nur so ein bisschen überflogen und es wird natürlich gezweifelt, dass das alles so stattgefunden hat. Aber unabhängig davon, ob es stattgefunden hat, es ist eine schöne Partie. Gerade für Anfänger auch, um zu sehen, welche Fehler man nicht machen darf in der Eröffnung, dass man nicht ständig seine Figuren mit der gleichen Figur rumziehen soll. Und vor allen Dingen, wie wichtig die Rochade ist. Ne? Wenn man die Rochade nicht ausführt und der König in der Mitte bleibt, dann ist er natürlich extrem verwundbar. Ja, ich hoffe, diese drei Partien, die von Napoleon überliefert sind, haben euch ein bisschen Freude bereitet. Mir haben sie auf jeden Fall bei der Analyse schon Freude bereitet. Und ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Vielleicht gibt es auch ein paar Experten unter euch, die sich mit Napoleon viel intensiver befasst haben als ich und können was dazu sagen. Würde mich freuen über Kommentare. Und ja, würde mich freuen auch über jedes Abo auf diesem Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, am besten mit einem Klick auf die Glocke, dann werdet ihr sofort informiert, sobald etwas erscheint. Vielen Dank fürs Zuschauen.